Und heute Abend macht es mich sehr glücklich, über jemanden zu sprechen und einen Sänger zu ehren, den ich so sehr bewundere. Philipp Jaruzelski, er hat die Gabe, er hat viele Talente, er hat die Gabe einer wunderbaren Stimme, er hat große Musikalität, eine perfekte Technik und die Fähigkeit, große Emotionen direkt an Sie weiterzugeben, in Ihre Herzen zu tragen. Seine Leistung in Duetti und der Leitung von Bill Christie zusammen mit Max Cencic und als Solosänger ist herausragend und so gebührt ihm dieser Preis. Ich bin sicher, dass jeder hier sein Leben und die Aktivitäten über die Spielpläne von Opernhäusern definiert und ausrichtet. Das heißt, sie planen ihre Reisen entsprechend den Spielplänen der Opernhäuser. Und deswegen habe ich Philipp gefragt, was er singt und wo, sodass ich Ihnen das weitergeben kann, dass ich Ihnen sagen kann, wohin Sie nächstes Jahr reisen müssen. Aber er hat mir gesagt, dass er eine Auszeit von 8 Monaten nehmen wird, um zu reisen nach Südamerika, nach Asien und nach Australien. Und so, denke ich, werde ich Ihnen sagen müssen, was er nicht im nächsten Jahr tun wird. Er wird in Sydney sein und er wird sich das Opernhaus in Sydney von außen anschauen und er wird nicht die Madame Butterfly dort singen. Er wird in Buenos Aires sein und er wird das Teatro Colón von außen anschauen und er wird nicht Boris Godunov singen. Und obwohl er in Shanghai sein wird, wird es keine Jaruzelski-Tosca dort in Shanghai geben. Leider. Oder vielleicht glücklicherweise. Denn er wird stattdessen in den Bergen wandern, er wird sich Dinge anschauen, er wird vieles neu lernen, er wird Neues essen, er wird dabei sich selbst entwickeln. Und ich hoffe und ich glaube, dass alle diese Dinge in sein Herz und in seine Stimme Einklang finden werden und in seine Arbeit als Künstler, sodass er, wenn er zurückkommt, nach 8 Monaten, uns alle vorfinden wird als diejenigen, die auf ihn warten, denn er ist ein Sänger, auf den es sich zu warten lohnt. Vielen Dank. Ausgezeichnet mit einem Echo Klassik 2012 für die Operneinspielung des Jahres wird Philipp Jaruzelski.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Entschuldigung für mein sehr französisches Deutsch. Ich freue mich sehr, hier zu sein mit Ihnen in Berlin heute Abend. Ich bedanke mich bei Donna Leon, die schon so viel für die klassische Musik getan hat. Natürlich nehme ich auch diesen Preis für Max-Emmanuel Tschentschik, William Christie, alle seine Musiker von Les Affleurissants, die mit mir diese Aufnahmen gemacht haben, Entschuldigung. Ja, noch einmal herzlichen Dank und bis bald.